So, herzlich willkommen zum weiteren Match. St. Pölten Lask mit dabei. Ending, der Lask spielt. Entschuldigung, I-Ending. Achter gegen Neunter, beide ihr erstes Auftreten. Oh, das bewahrt. Aber kommt noch mal. Ah, da steht Kante. Pavard. Schon. Cool, Drago. Und jetzt Arsch. Ungebauer. Ja, noch glücklich reingekommen, sage ich Verletzter. mal. Entschuldigung. So, na, ich habe gewartet. Fair play. Danke. Okay, machen wir so. Machen wir das so. Kreuginger, ein wichtiger Spieler bei den Linzer in der Offensive. Ja, St. Pölten gut gespielt in der Öse-Liga. Lasker nicht so, eher Mittelfeld, unteres Mittelfeld. Mal schauen, wie es dieses Jahr ist. Ich glaube, mit dem Abstieg wollen beide nichts zu tun haben. Hoppala. Taxi Achis. Die Ache ist Taxi. Hofbauer. Ich weiß nicht, sind viele gleich geblieben eigentlich von St. Pölten? Von den Namen her, oder? Mein Riegler, Hofbauer, sagt mal was. Bei Rami. Er ist gleich Bremen. Der da, da, Quadrago der war so schon. schnell rennt jetzt. Ja, schon. Oh! Alter, Boah! was? Bist du? Alter! Ja, Lama zeigt seinen Körper da ordentlich. Also das war über der Schmerzgrenze. Boah! Ich meine, ich weiß nicht, ob das drinnen war im Elf oder nicht, aber scheißegal, aber das hätte Das er war pfeifen drin. müssen, Alter. Und die Stange im Gegenzug. Ja, Bist das du war eine deppert, Alter? Fehlentscheidung, ganz klar. Also das war mein Körper, ja, aber bist. So, Micho. Abgefälscht. So, Leimer auf Darida. St. Pölten ein bisschen unter Schock. Oh, der war schwer, der war herrlich. Ah, und er macht's. Eiskalt. Ist das der neue Risky? Ihm wurde mal der Vorzug gegeben. Es ist immer gut, eine Alternative zu haben. Wieder weggeklickt. Entschuldigung. Na, wacht, das ist wurscht. Muss mich daran gewöhnen. War früher aber nicht so, glaube ich. Ich weiß nicht, aber ich glaube, es kann immer nur der klicken, Ja, wenn der du das jetzt dort nicht drückt geklickt hast, hat. dann weiß ich. Ich habe nicht geklickt. Ja, dann weiß ich Ich habe wahrscheinlich. auf das schöne Tor gewartet. Tut mir wirklich leid. Mach das wirklich nicht Na, absichtlich. macht nichts, macht nichts. Oh! Und Victor!
Du hast wahrscheinlich da schon gedrückt. Das kann auch sein, Steht ja. aber was in der Nase. Aber da jubeln alle urlang. Ah nein. Ja, jetzt was weg. Wenn man wahrscheinlich irgendwo dann zwischendurch schon drückt, wenn man sich den Alter, den Jubel will man da unterbrechen. Dann bricht das Ganze ab quasi. Ja. Okay. Das haben sie aber auch gemacht, dass das irgendwie urlange dauert mit dem Jubel und so. Scheiße. Ja, aber gute Antwort. Gleich von Lask. Dir gefällt mir diese Antwort? Das ist für euch. Nein, Scherz. Na, den habe ich gehofft, dass der noch da ist. Der Querdraht oder wie der heißt. Weiß er, cooler Kicker. Ich weiß nicht, haben wir anbildet, der war beim WRC voriges Jahr. Ah, gut. Bitte? Haben wir anbildet, der war beim WRC vor. Also voriges Jahr noch, ja. Also, nee, der hat schon bei mir gespielt. Wow. In die Kuschen. Soll er sich extra Zeit lassen? Oh, schon. Oh. Holland. Ja, ein schönes Spiel. Weil ich finde es ja genauso uncool, dass sie das nicht hinkriegen. Dass du, wenn du quasi den Pokal gewonnen hast, dass sie da auch keine Highlights mehr zeigen. Ich glaube, die zeigen es erst danach. Pokalübergabe. Ah, nach okay. Der Pokal. Aber das, bis du das hast, das dauert dann immer wahrscheinlich. Oder beziehungsweise, dass du das nicht so hast wie bei der Karriere, dass du das dann nochmal auswählen kannst. Ja. Na, generell finde ich schade, dass man die Statistik da nicht mehr sieht und das. Ja. So, schönes Spiel bis jetzt. Jetzt kommt ein Mann, der durch Pavard ein bisschen aufs Abstellgleis gedrängt wurde. Der mir aber auch in Erinnerung geblieben ist. Kurze von letzter Frage. Saison. Ja. Dieser Rodriguez, der jetzt bei. Ist das der vom Freimarkt? Ja. Der Uruguayer. Mhm. Hat mich echt gewundert, dass du den nicht geholt hast. Na, nicht gesehen. Übersehen. Oh. Hast du überhaupt geschaut am freien Markt oder? Ja. Na, der ist weg. Über den Wolken. Oh. Oh, das war jetzt ein bisschen zu viel. Ja, schönes Spiel hier in St. Pölten. Oh, schön. Ah, viel zu weit, viel zu weit. Schönes Drescher. Der hat er wirklich droschen. Ja, da war selbst überrascht, dass der kommt. Ja gut, der wird jetzt gehen, wird Platz machen und auch der Torschütze Joe Victor wird gehen.
So, den wird man testen jetzt auch. Wem noch? Wer kommt noch? Er kommt noch. Boah, Oh. den hat er noch, Leimer. Jawohl. Na gescheißen, Alter. Echt wahr? Alter, das pfeifst du und mein Haberer fliegt 3 Meter weit weg, Alter. Na gut, Darida. Oh, der war nicht gut. Oh ja. Oh. Hat gepasst. Ah, shit, jetzt habe ich weiter gedrückt. Na gut, das Ist war aber einfach. Spaß, war das, das gibt dir die Highlights. So, Riemann. Oh! Ja! Alter, das war ein Rückpass. Scheiße. Wieder Darida. Legt nach. Ja, der erste Spieler, der zweimal getroffen hat in der Liga. Oh, das braucht eh keiner von euch hingehen. Ah, jetzt hat der Last ein bisschen Blut geleckt. Ein bisschen das Jubeln geschnupft. Schön wichtig. Schön gefährlich auch. Aber wichtig, muss man auch sagen. Mich jetzt überrascht. Schütz, der war auch schon. Oh. Schon. Oh mein Gott. Darida wieder. Okay, kann man mal probieren. Ja, es ist natürlich spannend hier jetzt in der Liga. Wer wird absteigen? Wer nicht? Wer wird Relegation spielen? Alle knapp zusammen bis jetzt. Alle noch nicht gespielt. Oh. Ah. Wichtig. Naja, ist die zweite Runde, das ist natürlich schwer zu sagen hier, dass das Feld eng bleiben wird, das haben wir schon in der Öse-Liga gesehen. Ja, das war nicht gut von Riemann. Oh, Alter. Das hat er aber gut gemacht. Ah, schade, jetzt wollte ich gerade flanken. Ja, der Elfer, der hat ein bisschen Schwung gegeben, den Linzer. Alter. Was? Ich glaube, das war für vor. Ich? Okay, denke ich mal, Alter, Glaube weil ich. Ja. das sind wir nicht mehr. Oh, schön, Leimer.
Schönleimer. Ja, Hauptsache weg ist die Wuchtel. Oh. Schade. Ein bisschen zweit. Ja, doch, deutliche Abfuhr jetzt. Ja, deutlich. 3-1. Schön genommen. Ja, war ein bisschen Pech, muss man sagen. Dann der Elfmeter, dann kurz diese Unabstimmigkeit und dieser. Der verwehrte Elfmeter. Der verwehrte Elfmeter, ja, stimmt. Aber gut, ich verkünde nach 2 gespielten Runden die Tabelle. Die Austria führt mit 6 Punkten an. Dahinter ist der LASK, Salzburg, Hartberg, Innsbruck und Graz mit 4 Punkten. Dann kommt Rapid und WRC mit 2 Punkten. St. Pölten auf der 9 mit 1 Punkt auf der 10. Mattersburg mit 0 Punkten auf der 11. Alltag mit 0 Punkten und derzeit letzter Admira mit 0 Punkten. Läuft. Jetzt sehen wir noch die Highlights. Genau. Ja, er konnte aufzeigen einmal bei den St. Pöltenern. Wer ist jetzt dann eigentlich Kapitän? Bei St. Pölten. Was, oder war Risky, oder? Wer ist Kapitän? Ich glaube, ja. Und jetzt nimmer. Na, oh ja. Er wird schon spielen, nächstes Spiel wieder. Von einem Wachrütteln. Ja, dann da ist es losgegangen. Da Rieder mit dem verwerteten Elfer. Und dann diese kuriose Szene, wo ich nicht ganz selbst eigentlich wusste, was da los war. Du wolltest einen Rückpass machen, oder wie war das? Hier? Ah, der hat als Rückpass gezählt. Ah, okay. Ja. Das hat das Rückpass leider verstanden. Gezählt. Das war ein bisschen unglücklich. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Und dadurch hat er wegköpfelt und ja. Eigentlich hätte er fast bisschen eh gehabt. Dumm gelaufen. Hätte ihn fast gehabt. Der hat der Rieder dann nochmal fast mit einem dritten Stoß, aber den hat Rieger, der sonst auch gut war, Rieger eigentlich, kann man nicht sagen, gut gehalten. Ja, stimmt. Wirklich unglücklich das dritte Tor gewesen. Jetzt hörst du dich leise. Jetzt hörst du mich leise. Jetzt höre ich dich wieder. Jetzt hörst du mich wieder. Ja. Er schützt noch den wuchtigen Schuss. Oh, der hat sich aber schön dreht. Bist du deppert? Ja, der hat sich schön. Bist du noch geil gewesen? Ja. Na gut, meine Damen und Herren. Das war's. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal in der nächsten Runde. Bis dann, haut rein. Ciao.